Ästhetik ist eine Form der Kunst und Kunst transportiert auch immer irgendwie Emotionen. Ich bin definitiv ein Mensch, der sich an schönen Dingen erfreut und ich glaube auch, dass jeder andere Mensch das in sich trägt. Jeder will auch schön sein oder schöner sein. Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Meine Mutter kam aus Indonesien nach ihrem Examen und hat sich die Praxis selber von Grund auf aufgebaut. Als meine Mutter die Praxis verkaufen wollte, hat sie mir ein Ultimatum gestellt. Sie hat gesagt, 6 Wochen Frist hast du. Ich habe einen Käufer, wenn du sie nicht nimmst, dann kriegt sie ein anderer. Und diese 6 Wochen waren für mich der Horror. Ich wusste bis zum letzten Tag nicht, wie ich mich entscheide. Ich wusste ja, ich gehe in die Ästhetik. Da denkt man natürlich zuerst an Maximilianstraße München und nicht so wirklich an Neuburg an der Donau. Aber ich habe dann ganz schnell festgestellt, dass es auch Vorteile hat. Es gab nicht viele Kollegen, die sich mit dem Thema Ästhetik befasst haben, zumindest nicht auf dem Niveau. Und außerdem konnte man sich in der Kleinstadt halt schnell einen guten Ruf erarbeiten. Und das haben wir dann gemacht. Ein Alleinstellungsmerkmal ist super wichtig, weil wir sind so viele Zahnärzte in der Region. Da ist es ganz wichtig, einfach seine Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen und das auch in die Praxis einfließen zu lassen. Das ist auch der Grund, warum ich die Praxis relativ klein gehalten habe mit ausgewählten Mitarbeitern, sodass ich immer noch persönlich für die Patienten da sein kann. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ich habe von Anfang an versucht, ein gewisses Verlangen nach Ästhetik zu schaffen, die Patienten zu sensibilisieren. Und der große Durchbruch kam eigentlich mit Social Media. Wir waren in der Lage, auf einmal mit wenig Geld gezielt an unsere Patienten ranzutreten und das Ganze eben mit großen, schönen, ästhetischen Bildern. Das war revolutionär für uns. Wir machen mittlerweile auch Kooperationen mit Influencern aus der Beauty-Branche, aus dem Sportbereich, Lifestyle. Die kommen dann in unsere Praxis und posten dann auf ihren Kanälen und verschaffen uns so mehr Reichweite. Erfolg bedeutet für mich, nicht nur unternehmerisch erfolgreich zu sein, sondern auch im Privatleben, sodass ich am Abend nach Hause gehen kann und sagen kann, okay, alles richtig gemacht. Ich bin meiner Mutter natürlich für vieles dankbar. Also ihr Weg war nicht leicht und natürlich hat man da als Tochter einiges zurückzugeben. Ich glaube, meine Mutter ist super glücklich, dass ich die Praxis übernommen habe. Asiatische Eltern loben ihre Kinder nur nie, von daher. Aber ich merke das schon.